you see him up there, so he's already up there waiting, so you never see that. Oh, no. Everything's time. These are basically all the time. I guess, well, hey. Thank you.
inside the gate. Mr. President, some of those demonstrators think that Gorbachev is more a man of peace than you are. Mr. President, some of these demonstrators think Gorbachev is more a man of peace than you are. They just have to learn, don't they? Are you upset by the demonstration, sir? I haven't seen it.
Move it back. Sondern ein offenes Tor, durch das freie Ideen und friedlicher Wettbewerb passieren können. Mit dieser Zukunftsvision voller Hoffnung und Zuversicht haben Sie, verehrter Herr Präsident, den Berlinern bei Ihrem letzten Besuch vor fünf Jahren und die Vision eines freien und ungeteilten Berlins und damit eines freien und ungeteilten Deutschlands. Uns das Brandenburger Tor seit 26 Jahren versperrt und vor uns die Straße des 17. Juni, die an den Volksaufstand in Ostberlin deshalb keine Zukunft. Diese Mauer, denn das dient dem Menschen. Eine solche Politik geht dabei selbstverständlich von den Realitäten aus. Aber sie setzt auf die Lage Berlins, der Berliner, zu verbessern. Eine vernünftige Zusammenarbeit mit der DDR ist für uns dabei wichtig und wir sind dazu bereit. Es kommt dabei auch auf ein konstruktives Klima an. Frei reisen können und natürlich sollen sie auch die Musik hören dürfen, die sie hören wollen. Es ist, Herr Präsident, mein für Berlin, in und für diese kreative, diese zuversichtliche Stadt. Und er macht die tiefe Freundschaft zwischen Deutschen. Amerika ist von existenzieller Bedeutung. Wenn es je eines Beweises bedurfte, hier in Berlin ist er erbracht. In schwierigster Nachkriegszeit.
Today, the city thrives in spite of the challenges implicit in the very presence of this wall. What keeps you here? Certainly, there's a great deal to be said for your fortitude. As I look, that if they should have the kind of government they apparently seek, no one would ever be able to do what they're doing again. Bits.